Sie ist erst wenige Wochen im Amt und doch könnte die Zeit von Liz Truss als britische Premierministerin schon bald wieder vorbei sein. Am Mittwoch im britischen Unterhaus ging die Opposition hart mit der Regierungschefin ins Gericht. I've got the list here. 45p tax cut, gone. Corporation tax cut, gone. 20p tax cut, gone. 2-year energy freeze, gone. Tax-free shopping, gone. Economic credibility, gone. And her supposed best friend, the former Chancellor, he's gone as well. They're all gone. So why is she still here? Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. I have acted in the national interest to make sure that we have economic stability. Im Laufe des Tages trat dann auch noch Innenministerin Suella Braverman zurück. Ihren wohl erzwungenen Rücktritt begründete sie in einem Brief an Truss, den sie auch auf Twitter verbreitete. In dem Schreiben äußerte sie aber auch ernste Zweifel an der Politik der Regierung unter Truss, denn man habe zentrale Wahlversprechen gebrochen. Als Nachfolger berief die Premierministerin den früheren Verkehrsminister Grant Shapps, der noch vor kurzem zu ihren Gegnern gehört hatte. Auf diesen zweiten Wechsel im Kabinett innerhalb weniger Tage folgten an diesem Mittwoch chaotische Abstimmungen im Unterhaus und Berichte über weitere angebliche Rücktritte. So sehr Liz Truss auch kämpft, ihre Regierung zeigt immer mehr Zerfallserscheinungen. Erst Anfang September hat Liz Truss die Nachfolge von Boris Johnson angetreten. In der kurzen Zeit sorgte die 47-Jährige für noch mehr Wirbel als ihr umstrittener Vorgänger. Nach einigen Tagen politischer Schonzeit, das Land war in Trauer um die Queen, machte sie sich an die Aufgabe, die konservative Partei zu einen. Und sie versprach den Britinnen und Briten, die Wirtschaft anzukurbeln. I have three priorities for our economy. Growth, growth and growth. Die Idee von Truss und ihrem Finanzminister Kwasi Kwarteng, radikale Steuererleichterungen sollten direkt zu Wirtschaftswachstum führen. Wie die Regierung gedachte, die dafür nötigen 45 Milliarden britischen Pfund aufzubringen, ohne massive Schulden zu machen, ließ sie offen. Das Vorhaben erwies sich als Luftschloss und scheiterte krachend. Das Pfund rauschte in den Keller auf den niedrigsten Stand seit 37 Jahren. Truss musste reagieren. Sie feuerte, trotz langer gegenteiliger Beteuerungen, schließlich doch ihren engen Verbündeten Kwasi Kwarteng und ernannte den früheren Außenminister Jeremy Hunt zu dessen Nachfolger. 3 Tage später, am vergangenen Montag, ging Hunt am frühen Morgen in aller Ruhe eine Runde joggen, um im Anschluss die umstrittenen Steuerpläne der Premierministerin vollständig einzukassieren. No government can control markets, but every government can give certainty about the sustainability of public finances. Wieder blieb Liz Truss keine Wahl. Sie musste sich öffentlich entschuldigen. Now I recognize we have made mistakes. I'm sorry for those mistakes, but I fixed mistakes. I've appointed a new chancellor. We have restored economic stability and fiscal discipline. And what I now want to do is go on and deliver for the public. Liz Truss klammert sich weiter an ihr Amt. Doch nur die wenigsten in Großbritannien trauen ihr noch zu, das Land zu regieren. Just delaying the inevitable. I think she's going to have to resign. I don't think she's ever looked really comfortable in the job. And I think she possibly knows that that's what they were intending anyway. I think the longer she's there, the bigger lead that the Labour Party will have. That's what I think. Well, 36 points in front at the moment. So if they had a general election next week, there probably wouldn't be very many Conservative MPs in Parliament, would there? And I've always voted Labour anyway, so it's a bloody good job. Sogar US-Präsident Joe Biden hat aus der Ferne erkannt, dass die wirtschaftspolitischen Entscheidungen von Liz Truss kontraproduktiv sein könnten. Well, I think that,
180-Grad-Wenden wie die von Liz Truss im Falle der Steuersenkungen kommen nie gut an. Parteikollegen fordern seit Wochen öffentlich ihren Rücktritt. Die Diskussion über mögliche Nachfolger oder Neuwahlen hat an Fahrt aufgenommen. Großbritannien fragt sich, wie lange hält sich die Premierministerin noch im Amt?